Was geht ab? Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Mit ihm am Start. Wir wollten nach Pasing fahren mit der 19, aber die hat irgendwelche Bauarbeiten. Sprich, wir müssen mit der S-Bahn fahren. Heute dort in den Arkaden. Ist irgendwas, irgendein Event. Die mir hat sogar seinen Arena-Top gesagt dafür. Oh mein Gott. Ich bin ernst gespannt, Mann. Wir auch. Also, ich habe jetzt erstmal von der Gruppe gehört, dass erstmal 5 Module dort sein sollen. Ja. Die Leute haben schon gezündet. Aber angeblich, was Spekulationen angeht, soll auch einigen, die das Pokémon während des Events auftauchen. Man spekuliert. Also, ich glaube es eher nicht, aber es könnte schon was kosten kommen. Aber wir werden es sehen. Da fährt unsere S-Bahn. Wir mussten in Leim aussteigen, wir sind leider zu weit gefahren. Weil uns so ein Typ angequatscht hat, er kennt uns so. Von unserer dunklen Vergangenheit. Mehr dazu wollen wir nicht erzählen. Hat er gesagt, hey, ich kenne euch doch, wie ist das? Dann haben wir angefangen zu reden und dann haben wir verplant auszusteigen. Leider ja. Ja, leider ja. Und unsere S-Bahn, die zurückfährt, 20 ist vor, Minuten. Ist vor unseren Augen, oder? Weggefahren, ich glaube schon. Ja, tot, Mann. Ja, was juckt sich? Du spielst weiter in Yu-Gi-Oh, Mann. Yu-Gi-Oh Duel Links, spielst du weiter. Egal. Schauen wir mal, ob hier irgendwo ein Stop in der Nähe ist. Event fängt eh erst um 14 Uhr an. Es gibt ein paar Spekulationen. Ich habe die mir schon erzählt. Meine Spekulation ist, dass die ein größeres Event testen wollen. Und das halt so eine Art Test ist. Vielleicht schalten die irgendein Pokémon frei, das dann für die breite Masse aber erst später freigeschaltet wird. Und wir kriegen es halt dann früher auf dem Event. Schauen wir mal. Im schlimmsten Fall ist es halt wie Bordeaux-Platz nur mit 5 Modulen an. Aber was mich interessieren würde, ist, ob die halt immer an sind dann. Von denen gesponsert halt. Das wäre krass. Aber funktioniert ja immer noch mit 6 Stunden. Ja, das oder schon. Meinst du, dass die danach nach dem Event. Dass immer 5 da ja. sind? Ich glaube nicht, Mann. Und dass die halt immer an sind, das ist die Sache. Von dem Einkaufszentrum aus. Okay. Das wäre schon interessant. Das wäre heftig, aber ja. Ja, dann wird es halt der neue Bordeaux-Platz. Ja. Ich will alle Beste sein, die keine von Servus. Ja, treffen wir uns wieder. Komm. Oh Gott, Tati, was geht ab? Was geht ab, Mann? Alles gut. Hast du den Parkplatz gefunden? Ja. Passt. Also unten halt. Aber lange gewartet müssen draußen. Ja, oder? Draußen lange gewartet. Ich bin erst bei einem Stop. Und jetzt bin ich aber ganz unten runtergefahren, gleich eins gefunden. Alter. Mein Gott. Hey, Tati, wo stehst du mit deinem GPS? Schau mal, mein Student hat, Mann. Ich bin erst beim ersten Stop. Ja, jetzt, genau. Ich bin jetzt hier bei der Arena. Hier, ja, beim ersten Stop. Oh mein Gott, hast du's hier angegriffen? Oder setzt du gerade rein? Es ist rot, wie soll ich es angreifen? Ich weiß, aber davor wurde sie von Gelb. Ich bin doch erst gekommen. Ah, okay. Auch schon wieder umsonst reinsetzen waren. Was bringt das, wenn ihr. Los geht's, Leute, los geht's! Du musst hier nur noch Beleber heute einsetzen. Alle sind am Start, außer Bagisch. Der ist tot heute. War ich mal feiern? Da hinten sind noch viel mehr. Richtig haram. Heute hat noch Philipp abgesagt. Philipp hat das wegen der Servus. Map abgesagt. Weil die Map nicht. Hey! Grüß dich, Dimi. Weil die Map nicht einwandfrei funktioniert hat, hat er gemeint, er muss jetzt nach Hause, damit er die App arbeiten muss. Okay. Oh, oh mein Gott, ein Keifel, Alter. Was ist Keifel? Das da. Oh mein Gott, den habe ich aber noch nicht. Das ist ein Ding, das ist eine Entwicklung, ja. Entwicklung ist das. Die Bären sind ernst geil, Mann. Ich hab zu wenige, die sind echt selten. Was denn? Diese Sommerbeeren da. Geht schon. Nur die Items sind selten. Die Items sind abnormal selten. Hast du schon was gekriegt? Nicht ein einziges. Diese Drachenhaut und diesen ganzen Schrott da, oder? Nix, ein einziges, Mann. Oh mein Gott. Wie kann man jetzt die Entwicklung machen? Und das Fangen ist auch schwerer geworden, gell? Ja, sehr gut. Schwerer und leichter, also ich kann jetzt immer mit einer Hand. Ja, das auch, aber ich... Und filmen, aber... Aber ich, ja, jetzt mein großartig mal ausnahmsweise mal. Ja. Echt, mein Gott, ich bin nur noch bei 2 Strichen. Ich leide. Hab ich auch noch nicht gefangen. Oh yes. Hast du überhaupt schon viel gefangen?
30. Oh mein Gott, wie er geheim unterwegs ist. Auf dem Weg nach Hause habe ich jetzt viel gefangen. Auf dem Weg nach Hause hast du 30 gefangen. Ja, und heute halt noch. Servus. Alles gut? Servus. Alles gut? Ja. Hey, Alter, was soll ich machen, wenn ich da alles fange? Das ist bestimmt eh schon 50 oder so. Bam, 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 tot, Mann. Das kann ich schon. Das ist schön, dass die gute Fahnen nicht haben. Die haben nicht lange, aber die haben schon ein bisschen zu dicken. Ja, du machst ein bisschen langes Feld weg, aber die haben immer noch Inhalt. Immer noch, können die Gas geben. Ist nicht auch, dass hier ein Pokémon der neuen Generation ist, also eins der 89 oder? Nein, es ist doch der Kameramann Holger, mit dem ich jetzt schon mal hier für euch den Pasinger-Kahn erkunden darf. Ich darf vorstellen, KC Trainer 1, das bin ich bei Pokémon Go, noch ein Rookie, auch deswegen bin ich auf eure Unterstützung angewiesen. Kommt vorbei ab 14 Uhr hier in den Pasinger-Kahn, es warten tolle Aktionen auf euch. Fantastische Gewinnspiele, eine Level-Challenge, also da werden alle die belohnt, die schon richtig tief eingetaucht sind. Und von denen möchten wir hier vor Ort auch profitieren und euch zusammenbringen. Und ich gucke mir jetzt mal die Pasinger-Karten hier an und schaue, welche Pokémon ich hier schon finden kann. Also komm mal mit. Schminken mit Pokémon-Motiven natürlich, dann gibt es den Charity-Laufparcours. Schau mal, ich kann nicht mal drehen, was ist das? Was ist das? Ausbrühstation. Jungs leiden, Internet ist schlecht, da wird zu viele Leute. Ich bin jetzt gerade stutzig. Jungs sieht toll. Da könnt ihr sehen, welche. Und, ist das Event bisher? Durch München. Was erwartest du jetzt, Andi? Eigentlich gar nichts, aber ich gehe halt immer gerne auf sowas hin. Oh mein Gott. Ich nehme das mit, was geht, Mann. Ich bin nach Garching gesprungen. Nach Garching? Also egal, eh gleich hier. Da stand gerade Garching Life Center. Nee, wir sind in der anderen Seite der Stadt, Mann. Nein, Garching ist in der Nähe von Pasing. Echt jetzt? Ja. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Garching ist da oben. Nein, schon im Gauti. Gauti, okay. Ich habe gemerkt, im Gauti. Oh mein Gott, das wird rausgeschnitten. Sache müsst ihr gleich bleiben. Hashtag Pokémon Go München. Und ansonsten dürft ihr super kreativ sein. Und dann nehmt ihr dieses Andenken. Sehr schön, sehr schön. Denn ich bereite jetzt so ein bisschen das Feld. Ihr kennt das ja von einem neuen Kinofilm. Da gibt es erstmal einen Trailer, der darauf hinweist. Genau das haben wir für euch auch vorbereitet. Ihr bekommt jetzt einen Einblick in die zweite Generation von Pokémon Go. Deswegen macht euch bereit, haltet eure schicken Hüte fest, das Handy auch gut in der Hand halten, denn das ist heute euer wichtigstes Werkzeug den Tag über. Und dann darf ich sagen, wir schauen jetzt gemeinsam rein in den offiziellen Trailer zur zweiten Generation von Pokémon Go. Und ich gebe genau jetzt das Go dafür. Dieses Ostpark ist das. Das war's. Dieses Ostpark. Paar Videos. Ja, doch, natürlich. Paar Videos wurden gezeigt, paar Gewinnspiele. Es gab große GPS-Probleme. Wir alle drei sind nach Garching und so gesprungen. Wir haben alle drei Softband bekommen. Das haben sie sehr gut organisiert mit der Verbindung. Ja, ich sag ja, die wollen das testen. Das ist ein Test-Event. Wir springen die ganze Zeit nach Garching raus. Du auch, ich stehe die ganze Zeit bei Garching an diesem komischen Burggestamm. Jeder stand da. Was ist das, Mann? Jeder stand irgendwo bei Garching. Alle Viecher sind bei mir jetzt flüchten. Ja. Jetzt erstmal den Burggestopp drehen. Wie lange geht's, die Softband? Ja, du musst wenn's ganz gut läuft, 30 Minuten. Wenn schlecht läuft, einen halben Tag. Dreh erstmal den Stop ganz auf. Ich konnte gerade nicht mal rein, Mann. Ich hab grad Geld gewonnen heute. Oh mein Gott. Dafür lässt man doch gerne eine Agentur sausen. Wärst du nicht lieber auf der Arena gefahren, Alter? Ja, wäre vielleicht besser gewesen. Ich habe mich schon mehr auf dem Ellie zu sein. Servus, Jungs. Servus. Hey! Antworte nicht. Tue ich auch nicht. Ja. Fettes Scheißkind. Kleine. Was geht ab, Vasili? Nichts für dir. Oh mein Gott. Oh nix, Mann. Nein, das ist ein Softband. Nee, Softband. Ich kann auch nichts mehr. Das ist 100% ein Softband. Wir haben alle Softband, Mann. Okay, schon mal. Wie lange bleibt das denn? Bleibt es echt nach 400 Mal? Okay, das sie. Bist du auch gesprungen nach Garching? Yep. Na, ich stand in Nymphenburg. Ja, stimmt. Paar standen in Nymphenburg. Ja, das war mir nichts Gutes. Nee, es ist ja nicht komplett, aber wir waren 6 Mal in Nymphenburg in 2 Minuten. Scheiß GPS hier.
Ja, soll er passieren, oder? Hier drin gibt's schon, wenn da nichts passiert, dann fahr ich nach Hause. Das ist doch zum Kotzen. Benny, der Anführer der Gelben, hat uns gerade ein paar Cheater-Tricks gezeigt, wie wir den Softband losbekommen. Er kennt sich schon aus damit. Ja. Cool, wenn das GPS wirklich die ganze Zeit rumdriftet. Ich bin teilweise mit meinem. Das GPS meinst du, oder? Also, ja. Ja, du. Ja, genau. Wenn du in Pasinger Karten stehst und auf einmal in Nymphenburg stehst und dir denkst so. Ja, wir standen in Garching. Naja. Ja, Garching, okay, aber Nymphenburg so mitten im Schlosspark. Weißt du, was hättest du damals brauchen können bei irgendwelchen Pikachus oder so in den Nest? Ah, ich krieg wieder Items. Softbank gelöst. Passt. Der Pro hat's schon geschafft. Wir drehen noch fleißig. Die Handys explodieren. Ich hoffe es auch. Da muss ich nicht, da muss ich nicht gegen die Wand schmeißen. Was soll kommen bei dem Shit Mal funktioniert? Also ich hoffe immer noch, dass was Gutes kommt. Hier? Ja, heute? Was doch, im schlimmsten Fall ist es halt ein Firmaspot, wo wir fahren ein bisschen. Ja, ich kann auch 3 Stunden hier bleiben, also richtig, fertig. Leute sind ein bisschen zu anspruchsvoll. Und außerdem ist es ja Ding, das wird ja gesponsert anscheinend, oder? Ja, von den. Ja, dann erwartet man schon, dass wir sind. I'm back! I am back! Ich auch back, Mann, yeah! Softbang gelöst! Haben wir jetzt gleich wieder nach Garching? Oh yes, die Kette wird von hinten aufgelöst, Mann! Hier haben wir 2 Leinde wegen Labgas. Beziehungsweise 3. Was sagst du so blöd, oder? Ich erzähl euch jetzt sowieso. Also, es gab ja die ersten WP-Änderungen. Ja. Also allgemein erstmal, die ändern, haben nicht einzelne Pokémon geändert, sondern alles. Stats, ja, alles. Alles, ja. Von einem bis auf Lapras. Ja, genau. Beim ersten Mal, ja. Das war, weil es dieses Event in Japan gegeben hat. Ansonsten wäre das nutzlos gewesen und keiner wäre hingefahren. Ach so. Und jetzt haben die halt im Nachhinein erst Lapras geändert, der beim ersten Mal umdruckt geblieben ist. Aber die haben ihn zu krass geändert. Das ist ja minus 300 WP, Mann. Ja, das liegt an dieser Formel. Die haben die Formel geändert, nicht ein einzelne Pokémon. Ja, ja. Und dann, die Formel fickt halt Lapras. Aber das hat ihn ja ernst gefickt, Mann. Ernst krass. Das ist böse. Was haben sie noch geändert? Jetzt nichts. Ja, jetzt nichts. Also davor haben sie jedes geändert. Da wurden ein paar stärker, da wurden ein paar schwächer. Ja. Und da haben die halt Lapras ausgelassen, genau, und den haben die jetzt nachgeholt. Wir haben uns halt gewundert, warum Lapras ausgelassen. Aber dann, das mit dem Ding ist schon heute echt gut, waren 4 Spawns. Servus. Alles klar bei dir? Hey, Horns, Servus, wie geht's dir? Wie geht's dir? Hey, grüß dich. Barisch nicht, ne? Der hat verschlafen, glaube ich. Keine Ahnung, wo der ist, Mann. Die Chinesen ist auch mit. Hey Jungs, bin ich jetzt gebannt? Der hat sich so einen Handyhalter, der hat da 3 Handys in dieser Holzplatte da eingebaut. Oh mein Gott. Darf ich das filmen? Was kriege ich dafür? Leider nichts. Ich bin noch ein Anfänger-YouTuber. Wir haben hier den Anfänger. Den echten, den wahren Pokémon-Meister. Was? Das ist mein Brett. Hast du noch nie ein Holzbrett gesehen? Hast du selbst gebaut, oder? Ja, natürlich, weil ich hab keine 3 Hände, weißt du? Bist du rot, gelb und blau, oder? Ja, natürlich. Es gibt ja bloß 3 Farben zum Glück, weil sonst würde mein Brett größer ausfallen. Da muss man größer machen. Alle 40 Anschlag, oder? Hä? Alle auf 40 Anschlag. Nein, so schnell bin ich auch nicht. Welcher ist der beste Account? Selber, okay. Tschüss. Nein, so viel Zeit habe ich auch nicht, nur ab und zu. Jetzt geht der da nicht rein, hä? Zu welchem? Ich bin ja praktisch. Tati, du wolltest einen neuen Account starten? Ja, Mann. Ist das eine Idee für dich? Das heißt einen, ich mache jetzt gleich 2 neue, Mann. Echt eine gute Idee eigentlich. Ich glaube an meinem Roten. So was kann ich schon bauen. Oh nein, bin ich jetzt auch in öffentlichen Videos in YouTube? Yeah. Ja, ist ein Problem. Hast du uns abonniert? Nein. Okay. So viel von neuen Abonnenten hat die Wahl. Das habe ich echt, Mann. Das war eine ganz normale Frage, Alter. Ja. Vielleicht will sie ja nicht in die Videos. Ja, vielleicht hat sie ja kein Problem damit. Ja, dann kann sie ja sagen, nein, habe ich nicht. Oh mein Gott, Philipp. Auf Fischer Tat ertappt. Wie geht's dir, Freund? Das also, sehen ja, die Blauen alle. Unbekannt bleiben. Yeah. Philipp, wieso bist du nicht bei der blauen Tour dabei? Yeah. Ja, weil ich jetzt erst fertig war mit mir. Ja. Susi, wieso was bist du, ist da los, Susi? Wieso bist du nicht bei der blauen Tour dabei? Ich habe offen und ehrlich gesagt, warum ich nicht dabei bin. Ich auch. Ja, er auch. Er tut uns einen Fallen, Alter. Ich bin jetzt gerade fertig geworden. So ist es. Ich eine Stunde Pause und dann geht's weiter. Echt, was? Ja.
Die anderen Maps müssen warten. Mann. Hier ist nichts Besonderes. Ich weiß. War nicht zu erwarten, oder? Ich habe eigentlich schon gehofft, dass was spawnt. Das Event läuft. Ist eigentlich nur ein neuer Hotspot zum Farmen, falls man das so nennen kann. Für mich ist ein Hotspot aber auch ein Spot, wo krasse Pokémon kommen. Also bei Bordeauxplatz gab es ja auch Dratini und Carpados. Ja, hier ist gar nichts, Mann. Lohnt sich mal null. Ich weiß nicht, ob. Man weiß nicht, ob aber hier gibt's halt. Hier gibt es halt auch noch die anderen vier. Also wenn man da fünfmal anmacht und hier vier und dann seine Runden dreht, ist das effektiv? Ja, Bordeauxplatz gibt es auch acht. Ja, aber nein, die sind noch zu weit auseinander. Die sind viel zu weit auseinander. Die sind viel zu weit auseinander. Hier ist einigermaßen, aber sowas lohnt sich im Allgemeinen nie, Mann. Das Einzige, was sich lohnt, ist halt da vorne, weil das fünf, genau fünf Spots sind. Man kann alle fünf erreichen. Es ist effektiv. Aber es ist halt die Frage, ist Farmen effektiv oder nicht, Mann? Und was wenn kommt, was kommt? Kommt? Ja, was kommt, da weiß man auch nicht. Was kommt hier drumherum? Ja? Im Bordeauxplatz gab es ja drumherum auch immer Dratinis und so. Also es kam schon 100% Panzer-Ergon und Dratini. Das haben wir nicht geschafft. Hätten wir das geschafft, wenn wir am Bordeaux-Platz gewesen wären. Ich glaube schon, ja. Bei oh mein Gott. Ja, natürlich. Das eine war ein Ding. Eine war im Berg am Leim. Berg am Leim, ja. Ja, das ist gleich dort. Oh mein Gott. Und was war das andere? Bogenhausen ist ja auch gleich dort. Oh mein Gott. Natürlich hätten wir das locker erwischt. Hier in Pasing, du bist in Pasing, bist du halbe Stunde mindestens irgendwo unterwegs. Außer du fängst was hier in Obermenzing oder so, glaube ich, ist das hier. Ja, stimmt. Obermenzing kommt auch ab und zu. Ja. Im Scan. Das sind die einzigen, wo du vielleicht direkt hinkommst. Ja. Aber alles andere ist ja da hinten, finde ich jetzt. Tati. Ja. Beschreiben. Zunächst mal, ja. Das war's von uns und den Pasinger Karten. Event war, kommt drauf an, mit was für Erwartungen man hingegangen ist, eher enttäuschend. Also ich habe sowas in der Art erwartet, also das war kein Ingame-Event, sondern was von den Arkaden halt. Es sind dort jetzt eine Menge Stops, theoretisch 9, 10, 11, 13, zwischen 9 und 12 Stops, glaube ich. Kommt drauf an, ob man alle zündet, könnte das ein Hotspot werden und ausgehend davon, was halt drumherum und dort aus den Modulen spawnt. Keine Carpadoge, keine Dratinis gesehen. Schauen wir mal. Ansonsten war es eigentlich ganz lustig. Viele bekannte Gesichter gesehen, ein paar Zuschauer. Also hat schon Spaß gemacht. Aber es kam halt nichts Krasses. Kein legendäres, wie manche sogar geglaubt haben. Das war's von uns. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also ich vermute, das war ein Test-Event und man hat es gesehen. Es gab noch sehr viele Schwierigkeiten. Das heißt, ein größeres Event mit Legendären. Da waren gerade 100, 200 Leute da. Mit einem gescheiten Event, mit legendären 1000 Leute oder so und, oder mehr. Das geht sicher nicht mit der Verbindung bisher. Wenn jetzt schon da bei den paar wenigen Leuten die ganze Zeit Verbindungs- und GPS-Probleme herrschten. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, was ihr von dem Event haltet. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Facebook-Seite ab. Vergesst nicht, Pokémon ist Serious Business.